sind wir schon im nächsten Video gelandet. Wir sind schon beim nächsten Video gelandet. Wir bleiben bei Hype Culture, weil ich finde die sehr, die quasi das... Man kann sich gut darüber unterhalten auf jeden Fall, weil sie die Themen der aktuellen Culture haben, in der wir uns auch rumtreiben, wenn ich das so sagen kann, von den ganzen auch inspiriert sind. Aber von Snooze bin ich überhaupt nicht inspiriert. Bro. Drum, ich muss ehrlich sagen, Broski, ich bin auch jetzt kein großer Fan, aber irgendwie nie warm geworden. Allgemein an der Stelle, lasst generell die Finger von all den Sachen. Es ist alles schlecht, Zigaretten sind schlecht, Snooze sind schlecht, wir sind alle, wie gesagt. Naja. Aber ja, lass mal sehen, Wasser. Was der Hype um diese kleinen weißen Säckchen sind. Die aber nicht. Distanz, wir meinen Snooze. So. Gehen wir mal rein. Was sagt der Chat? Seid ihr noch am Leben? Scooby-Doo. Jawohl, alle noch da. Lass mal was hören, Chat. Seid ihr noch dabei? Sollen wir uns noch ein Hype-Culture-Video geben? Ja, perfekt, jawohl. Gut, dann schauen wir uns mal an, was es mit Snooze auf sich hat. Ist Snooze das neue Rauchen? Okay, wir werden es sehen. Und wir gehen rein. Du bist mit der Gang am Feiern. Auf einmal holt dein Bro eine Dose aus der Backpocket seiner Jeans. Aber da sind keine Bonbons drin, sondern so kleine Beutel. Er packt sich einen hinter die Oberlippe. Bubble Snooze an Unterlippe, wenn ich Mutter ficke. Ziehst du einen Ballon oder Snooze? Bad wie Oma, die aber geht dann von Snooze noch. Nach Vapes und E-Zigaretten ist scheinbar Snooze das nächste große Ding. Aber was steckt eigentlich hinter dem Produkt, was aussieht wie ein Kaugummi, aber ballert wie drei Kippen? Und was haben Fußballer, Bam, schwedische Bauern und die Königin von Frankreich damit, yeah, zu tun? Was ist Snooze überhaupt? Kurz gesagt, eine rauchfreie Zigarettenalternative. Genauer, so ein kleines Beutelchen, gefüllt mit Tabak, Salz und Wasser. Und manchmal Aromen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich mit Eishockeyspielern unterwegs. Ich muss wirklich nachfragen, Alter, was macht ihr denn hier alle? Aber es scheint seitdem große Runden gedreht zu haben. Bei einem Spieleabend mit meinen Jungs da hat jemand den Snooze ausgepackt, als ich Snooze. Bei uns in der Sporthasch waren zwei Spieler von den 99ers. Und die haben erzählt, die haben einen Trainer gehabt, oder? Der hat sich die Snooze nicht in den Beutel genommen, sondern weißt du, so direkt rein, den Tabak oder, rein, oder ja, was? Ja, voll. Oh. Das ist dann der so spuckt, wie so, diese Cowboys. Ja, voll. So. Bruder, die haben gesagt, sein Zahnfleisch war schon verätzt eigentlich so. Er ist schon zurückgegangen. So. Der hat so geredet. Bro, glaub mir, das... So, mit deiner Lippe drinnen so. Das Ding, da hilft dir auch Istanbul da nicht mehr Zähne machen und so, Bro. Ich glaube, da ist... Ist alles zurückgegangen. Da, boah, das ist heftig. Schon mit dem Beutelchen, okay, ja, da hast du ja noch ein bisschen so ein, nicht Filter, oder aber so ein... rein. Wahrscheinlich hat er sich noch irgendwie so reingeschnitten, Bruder, das richtig reinfährt. Boah, das richtig. Die Eishockeyspieler tun es zwischen den Zehen auch. Weißt du, dann schneiden sie auf, weißt du, das richtig reinfährt, weißt du? Nein. Ja, fix. Ja, und Sniper. zwischen die Zehen, Mann, Alter. So rein, Bruder. Bei den Füßen direkt, boah, rein. Und dann schneiden sie sich noch auf und rein damit, Bruder. Ja, man, so habe ich es kennengelernt auf jeden Fall. In Weißrussland war mit Freunden und da habe ich aufgehört zu kiffen und auch zu rauchen und wusste gar nicht, was das ist und habe nur gehört, damit kann man aufhören zu rauchen. Man klemmt sich das Snooze unter die Oberlippe. Von da geht das Nikotin über die Mundschleimhaut in den Blutkreislauf. Der Blutdruck steigt, negative Emotionen, Stress und Nervosität werden unterdrückt. Man bleibt wach und relaxed zur gleichen Zeit. Den Tabak lässt man zwischen 15 und 60 Minuten im Mund. 60 Minuten? Ich hab's immer nur so 20 Minuten reingemacht, muss ich jetzt sagen. Aber erstmal ist natürlich crazy, dass Tabak wirklich quasi so eine Wirkung hat, eine neurologische. Das Nikotin geht ins ventrale, tegmentale Areal im Gehirn. Der Bruder weiß, wovon er redet. Dopamin. Also der Bruder weiß, wovon er redet. Quasi ausgelöst wird. Und dann gibt's auch noch diese psychische Komponente, dass wir halt diesen Konsum mit bestimmten Situationen in Verbindung bringen. Aber wo kommt das eigentlich her? Die Geschichte von Tabak in Europa reicht way back, bis zu Kolumbus.
Der schaut sich damals von kubanischen Natives ab, wie man Tabak raucht. Er rippt die Idee und bringt sie 1493 nach Europa. Hier wird Tabak zuerst getrocknet und gemahlen, dann geraucht oder geschnupft. Irgendwer dachte damals, dass das Zeug eine heilende Wirkung hätte. Die französische Königin hat das einfach gegen Migräne verschrieben bekommen. Dicker, stell dir mal vor, dein Arzt gibt dir eine Packung Kippen mit. Damals hier Hustensaft und so. Wundert mich nicht. Mein Vater hat früher 90 Zigaretten am Tag geraucht. Und wenn er erkältet war, hat er Menthol geraucht, weil er gesagt hat, Pfefferminz ist gut für die Atem. 90 Zigaretten am Tag, Digi. Was? 90 Kippen am Tag, Bro. Das sind 5 Packungen, Bro. 5? Hat er auch normale Luft geatmet oder hat er durch... Bruder, der hat's gearbeitet und hat so... Bro. Bro. Jedenfalls war Tabakschnupfen das Ding am Königshof und verbreitet sich im restlichen Europa. Weil Frankreich ist damals nicht der Trendsetter. Ja, krass. Alle am Ziehen in den hohen Etagen. Heute noch und damals auch schon. Das Ganze ist erstmal nur für Bonzen. Die silberne Schnupftabakdose ist ein bisschen ein Flex. Ohne war man selbst kein richtiger Edelmann. Das ändert sich mit der französischen Revolution. Plötzlich will niemand mehr nach Geld aussehen. Die Entscheidung Schnupftabak gegen Guillotine ist easy. Um nicht enttarnt zu werden, hören viele auf. Die Schweden hatten früh angefangen, selber anzubauen, um Importkosten zu sparen. Schnupftabak heißt das Snus. Als der europäische Adel keinen Bock mehr hatte, entdecken die schwedischen Bauern die Pflanze für sich. Die rollen den Tabaklose zu einer kleinen Kugel und legen sich die unter die Oberlippe. Weil so kann man parallel mit den Händen weiterarbeiten. Ja, krass, dass so direkt quasi vom Feld zum Konsum kommt. Ich meine, du kommst wieder von den armen Arbeitern. Der Bruder hätte das gerne. So ein Riesengeschäft gemacht. Nächste Frage ist für mich, wenn Tabak in Schweden wächst, warum baut dann nicht jedes Land selbst ab? Snus ist in Schweden bald krass beliebt. Das Business wird so big, dass die schwedische Regierung Anfang des 20. Jahrhunderts Militär- und Rentenreform mit Geld aus dem Tabakanbau finanziert. Verstehe. Also was, ne? Wird nicht immer die Tasche aufgemacht in der Sekunde, wo sie merken, hier läuft's aber? Auch heute noch stellt sich ja die Frage, wieso das nicht stärker reguliert wird. 1919 erreicht der jährliche Konsum einen Höchstwert. Aber parallel wird die Zigarette hype. Die Fluppe gilt als Ausdruck von Eleganz und Moderne. Ist relativ billig und lässt sich schnell rauchen. Nach dem Ersten Weltkrieg wird sie zum Massenphänomen. Auch weil das Rauchen vielen Soldaten durch die Zeit im Schützengraben geholfen hat. Snus wird out. In den 60ern dann das große Comeback. Globale Anti-Rauch-Kampagnen sorgen dafür, dass viele krassen Upturn auf Kippen schieben. Die Schweden jumpen einfach wieder zurück auf Snus, weil das stillt die Nikotinsucht, aber fickt nicht die Lunge. Tendenziell natürlich eine Alternative, die weniger gesundheitsschädlich ist. Aber Snus hat halt auch mindestens 28 kanzerogene Inhaltsstoffe. Ja, ob es jetzt besser ist, weiß ich nicht. Bis in die 70er rein wird das Zeug in loser Form verkauft. Das aber mies umständlich. Als abgepackter Snusdrop gibt es dann wieder einen richtigen Hype. Als 2005 ein Rauchverbot in Restaurants und Bars kommt, gibt es sogar noch mal einen richtigen Push. Die Leute, die nikotinabhängig sind, hören nicht auf, Nikotin zu konsumieren, weil du ein Schild an den Laden klebst, dass du nicht rauchen darfst. Das ist bequem, fühlt sich trotzdem irgendwie gut, sparst sogar Zeit. Aber das ist auch wieder ein Punkt, der dann irgendwo für Snus spricht. Weil du damit ja irgendwie keine anderen in Mitleidenschaft ziehst durch dieses Passivrauchen. Mittlerweile ist das Zeug safe nicht mehr aus Schweden wegzudenken. Jährlich gehen 325 Millionen Dosen über die Theke. Fast 30% der Bevölkerung nimmt das regelmäßig. 30% der Schweden konsumieren Tabak im Jahr 2024. Ist Banane. Bei Schweden denkt man direkt an Snus. Wenn man in Stockholm auf den Boden guckt, sieht man überall kleine Beutel. Als wären es Zigarettenstummel oder Kaugummis. Aber Snus ist mittlerweile weltweit big. In Zentralasien gibt's Naswa. Das nimmt man wie die schwedischen Bauern früher. Auch in den Staaten hauen sich Rednecks das Zeug unverpackt rein. Sogenanntes Loose Snus. Dabei entsteht eine braune Suppe im Mund. Die spuckt man dann in Gatorade-Flaschen. Okay, eklig, Alter, wenn der Mund so braun wird oder orange wird. Aber im Endeffekt das Gleiche, nur dass die das halt so verpackt haben, dass du nicht diesen unangenehmen Effekt hast. Snus ist da übelst mit Baseball connected. Und wer aufhören will, nimmt statt Snus einfach Sonnenblumenkerne. Die packt man sich in die Backe und spuckt die Schalen aus. Abgepackte Snus ist aber auch in Deutschland big, trotz Verkaufsverbot. Wir können nicht zu 100% sagen, wie das hier rübergekommen ist. Vermutlich eine Mischung aus Internet und dein Cousin bringt was aus dem Urlaub mit. Ich habe aufgehört in der Zeit und dann waren wir mit meinem Auto und dann meinten die auch, oh, gib mal einen und so. Und habe ich an die verteilt. Internet spielt da sicherlich eine große Rolle bei. Ja, ich meine, wir sind im Schengen-Raum, oder? Wenn es aus Schweden kommt. Also es ist jetzt nicht so schwer, sich vorzustellen, wie das über die Grenze kommt. Vielleicht auch wegen der ganzen deutschen Studis in Schweden. Die haben safe nicht nur diesen Scandi-Style mitgenommen. Den aber auch, to be fair. Wenn ich noch einmal höre, irgendwas ist Gelicht, dann reicht's mir. Oder Young Lean ist schuld. Richtig präsent war es hier safe zuerst mit Fußball. Marco Reus postet 2015 aus dem Flugzeug mit Snusdose. Leroy Sané schiebt sich die Dinger sogar vor laufender Kamera rein. Und andere Spieler folgen den Accounts von Snusmarken auf Instagram. Ein Insider sagt, ein Viertel aller Bundesligaspieler greift wohl zu Snus. Nicht nur in der Freizeit, sondern angeblich auch auf...
safe. Hast du safe. Den neuen, wie heißt der polnische Spieler, der jetzt zu Barca gewechselt, der Tormann? Polnische Tormann oder was? Der ist jetzt von Juve zu Barcelona gewechselt. Vergesst seinen Namen. Auf jeden Fall war jetzt Video nach Real-Sieg, was der Herr pustet noch aus. So. Nein! Ja, Legende. Auf der Auswechsel. Ja, Mann. Wo ist die Legende, Mann? Sind nur eine Qigang zu. Negative Fusion, some athletes juicing. An der Pule ist dann Take Snus. Mein Eindruck deckt sich mit dem. Ich war echt überrascht, wie weit das verbreitet ist unter Sportlern auf absolutem Top-Niveau. Aber wieso nehmen Profisportler ein Tabakprodukt? Snus wirkt mäßig wie Kippen, nur Dollar. Aber geht nicht auf die Lunge. Ist wahrscheinlich auch irgendwie die bessere Alternative für Fußballer, als jetzt zu rauchen. Ist ja auch noch mal leichter, als eine Kippe verschwinden zu lassen. Ne? Weil nichts brennt, nichts muss nichts auswirken, was einfach so bapp. Vielleicht ist es auch wieder so ein Grund, dass die Zigarette zu rauchen ins Image nicht reinpasst. Sportler sind da eben extrem eingeschränkt. Und ich glaube eben, dass der Reiz des Verbotenen, das ist ein großes Thema. Die schnelle Nikotinzufuhr steigert die Wachsamkeit und verkürzt die Reaktionszeit. Mhm. Ein krasser Vorteil beim Fußball. Und es kann sogar helfen, gegen den ständigen Druck, Stress abzubauen und fokussiert zu sein. Weil das ist im Vergleich zu Zigaretten super unauffällig. Nicht wie bei Walter Frosch. Die gesundheitlichen Risiken werden aber einfach ignoriert. Snus steht auf der Watchlist der Welt-Anti-Doping-Agentur. Wird aber aktuell nicht als Dopingmittel eingestuft. Müsstest du ja theoretisch auch Sportlern verbieten zu rauchen. Wobei man auch sagen muss, dass die Leistungsfähigkeit jetzt nicht super stark beeinflusst wird. Man wird ein bisschen reaktionsfähiger und so. Aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwie anderen Dopingformen. Die Wahrheit ist natürlich auf Top-Niveau. Jeder noch so kleine Vorteil kann der Unterschied sein von ich bin 19 Jahre alt und wechsle in die Oberliga, mache eine Ausbildung nebenher und verdiene okay. Oder ich unterschreibe einen Profivertrag und bin halt sorted für den Rest meines Lebens. Aber auch außerhalb vom Sport nehmen immer mehr Snus. Ja. Im Club, auf dem Oktoberfest oder auf dem Schulklo. Teilweise auch gruppenzwangmäßig. Auf wer packt am meisten? Trotzdem ist das Ganze nur halblegal. Der Konsum und begrenzte Einfluss ist mir auch gegangen. Der Verkauf nicht, liegt aber an der Berufsverbandsrichtlinie. Es ist nicht sinnvoll, das irgendwie zu legalisieren, weil es, wenn man sich die Daten da so anguckt, eher dazu führt, dass Jugendliche, die jetzt anfangen, Snus zu konsumieren, dann halt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, irgendwann zu rauchen. Snus gilt tatsächlich nicht als Droge. Schweden ist trotzdem einfach das einzige Land in der EU, das Snus verkaufen darf. Denen war das so wichtig, dass sie das bei ihrem EU-Beitritt zur festen Bedingung gemacht haben. Daher kommen auch die 325 Millionen. Da wird ein Schuh draus, wenn das ein Land verkaufen darf. Ja, okay, verstehe. Ich glaube auch, das ist ja so verankert schon in deren Gesellschaft. Aber klar haben die sich dann dadurch auch ein Monopol aufgebaut. Ich weiß auch nicht, wie die Bürger dann drauf... Sind dann diese ganzen anderen Produkte keine echten Snus, oder wie? Ich verstehe das jetzt auch wenn nicht, wenn sie jetzt sagen, Schweden, so. Das, weil es gibt, also... Snus ist überall und nicht. Das check ich jetzt gar nicht so. Was sagt, kann der Chat irgendwie helfen? Was sagt ihr? Snus, der ist ja diese Beuteldinger, die heißen, die sind ja auch alle Snus. Kann ja nicht sein, dass nur Schweden die Dinger darauf reagieren würden, wenn man die das wegnehmen würde. Vielleicht besser auf politischer Ebene. Aber wie kommen denn hier alle an Snus? Viele holen direkt aus Schweden, weil man darf wohl bis zu 30 Dosen mitnehmen. Es gibt aber auch ein paar Spätis, die Snus illegal verkaufen. Die bestellen das Zeug und klatschen einfach andere Sticker drauf. Ein paar. Hin und wieder findet man mal einen. Wer weiß, was da drin ist. Wer weiß auch, was hier für Fakes unterwegs sind. Ich gehe gleich, wenn ich hier fertig bin, gehe ich raus rüber über die Straße, den Späti auf der linken Seite und frag den. Die meisten greifen aber zur Alternative zurück. Nikotinbeutel. Sogenanntes White Snus. Das sieht genauso aus und wirkt fast gleich. Aber die Beutel kommen ganz ohne Tabak aus und fallen dadurch nicht unter EU-Vorschriften. Was? Echt? Wie, es sind kein Tabak? Was? 2020 kann man die ganz legal in Spätis, Tankstellen oder online kaufen. Was? Das sind genau die, die ich genommen hatte. In diesen Tabakbeuteln sind halt immer viele verschiedene krebserregende Inhaltsstoffe. In den Beuteln ohne Tabak sind halt weniger krebserregende Inhaltsstoffe. Ich wusste, dass das auf jeden Fall kein Dauerding für mich ist. Ich habe es wirklich einfach nur benutzt, um aufzuhören. Ich glaube, okay. So für eine Rauchentwöhnung ist das gut. Nichtsdestotrotz ist es keine Nikotinersatztherapie, weil diese Verfügbarkeit von Nikotin im Kreislauf zu schnell ist im Vergleich jetzt mit beispielsweise Nikotinpflastern. Es gibt sogar verschiedene Geschmacksrichtungen. Besonders beliebt Minze oder Eukalyptus. Einfach richtig Kaugummi-mäßig. Und für die Nikotinbeutel darf sogar geworben werden. Anders als für Ziesen. Einer der bekanntesten Hersteller ist Velo. Die machen auf jugendlich und versuchen mit Festival-Content das Image von einem Party-Must-Have zu erzeugen. Die Brand ist aber nur eine von vielen, die erfolgreich eine junge Zielgruppe approachen, obwohl die besonders suchtgefährdet sind. Das hat Marlboro ja damals auch gemacht. So. Die sind ja auch über Festivals gelaufen und haben damals Schachteln verschenkt. Safe, Marlboro, vom Lines und von bis.
Selbst im Fußball waren die Austria Memphis und all das. Ist auch immer geil, wenn man Austria-Memphis. Ja, Mann, Bro. Man würde nicht wollen, irgendwie Werbung für Jugendliche zu machen und dann aber Schrift so mit Sorten wie Cotton Candy Marshmallow oder. Die rote Schrift schaltet nochmal. So. Ja, nee, das. Für meinen Vater. Im Endeffekt wollen die Geld machen, denen ist egal, ob die damit aber junge Menschen irgendwie süchtig machen. Da geht es halt wirklich um Profit. Spitzeneinstiegsdroge für 13-Jährige. Die Verkäufe von White Snooze haben sich angeblich von 2020 auf 21 verfünffacht. Yes, der Industrie ist es gelungen, Snooze wie ein exklusives Lifestyle. Also ich kenne es nur bei den ganzen, ich sag mal so, Jüngeren. Und da merkt man halt auf jeden Fall, dass also, wollen auch nicht nach Cheek riechen. Ja, ja, wollen nicht riechen oder sind halt auch so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jetzt dann von daheim, aber es ist halt beliebter. Sagen wir einfach mal so, es ist beliebter als in unserer Zeit, sage ich jetzt mal, wo es nochmal Ding wirken zu lassen. Also, Snooze natürlich, jetzt ist meine Zeit, deswegen. Die Beutel sind ja eigentlich kaum anders als Nikotin-Kaugummis aus der Apotheke. Aber die ballert sich safe keiner im Club. So verwässert halt diese Linie zwischen medizinischen Produkten und Konsumprodukten, die dann doch eher gesundheitsschädlich sind. Gerade für richtige Youngins hat Snooze großen Appeal. Weil im Vergleich zur Zigarette super unauffällig. Du kannst nicht beim Rauchen erwischt werden und stinkst auch nicht danach. Man muss sich nicht mal dumm hinter der Turnhalle verstecken, sondern kann die Dinger direkt im Unterricht fetzen. Klar. Snooze kann eine total krasse, unsichtbare Sucht sein. Heftig, dass einfach schon Siebtklässler damit erwischt werden. Obwohl teilweise richtig fiese Sachen passieren. Aber Snooze wirklich geiler als Rauchen? Zumindest ballert es wie drei Kippen auf einmal. Und übertrieben schnell, weil bei Snooze wird das Nikotin direkt über die Schleimhäute aufgenommen. Innerhalb von 30 Minuten kriegt man den Kick. Eine Stunde später spürt man kaum noch was. Sagen zumindest die Hersteller. Echt crazy, wenn man das mit einem klassischen Nikotinschock vergleicht, ne? So starker Nikotinflash fühlt sich für manche an wie ein bisschen angetrunken sein. Beim ersten Mal wird sie safe schwindelig und übel. Und wenn du parallel Alkohol trinkst, knallt es angeblich richtig. Ähnlich wie bei Kippen verstärken sich die beiden Substanzen gegenseitig. Aber du kannst ja auch schnell eine Nikotinvergiftung holen. Bro, ich kenne Leute, die alles machen, Mann. Also der, Snooze drin und auch der raucht auch Zigarre, also so Snooze drin, weil er drin nicht rauchen darf und sobald er draußen ist, raucht er auch. Bist du so da und Vape und alles, also so. Bro, da bist du dann wirklich dieser Endgegner von. Als ich das meinem Kumpel im Auto gegeben habe damals, der meinte so, oh, mir verschwindet, ich hab's aus dem Autofenster geschmissen, daran erinnere ich mich noch. Dass Snooze immer beliebter wird, ist einfach auch Teil einer größeren Entwicklung, weil gefühlt niemand will mehr richtig rauchen. Zigaretten werden uncooler, Nikotinalternativen gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Vapes, IQOS und Juul sollten ursprünglich bessere Alternativen zu Kippen sein. Mittlerweile werden die aber auch voll auf Lifestyle vermarktet. Ja, Gesundheit spielt da kaum noch eine Rolle. Eigentliche Entwöhnungsprodukte sind für viele der Nikotineinstieg geworden. Wir haben Snooze unter der Lippe wegen Sucht nach Nikotin. Kein Bock, halt dein Maul und nimm so wie Snooze. Aber ist Snooze-Ballern überhaupt gesünder als Rauchen? Man kann nicht einfach sagen, irgendwie, Snooze ist besser als Rauchen und dabei vernachlässigen, dass viele, die Snooze nehmen, dann auch irgendwann anfangen zu rauchen. Snooze enthält auf jeden Fall weniger schädliche Verbrennungsprodukte, wie zum Beispiel Teer oder Kohlenmonoxid. Krank ungesund ist es trotzdem. In den Beuteln wurden insgesamt 28 krebserregende Stoffe gefunden, die zu Bauchspeicheldrüsen oder Mundkrebs führen können. Snooze gibt dir todeshässliches Zahnfleisch. Und es macht doch einfach krass abhängig. Trap aus Aesthetic, Mix muss mit Kippe. Und ich nehme 10 Snooze, es wird gefährlich. 28 Stoffe ist doch Rookie-Numbers für Tabakindustrie. 28, Junge, das ist ja fast ein Salat. Ob es jetzt wirklich besser ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist derselbe Scheiß für den Körper. 28 Stoffe sind in so einem Beutel drin. Muss man schon mal kurz drüber nachdenken. In meinem Gehirn passen da ganz 28 verschiedene Sachen rein. Allgemein finde ich immer, alles, was einen abhängig macht, ist, sollte man die Finger lassen, abhängig von was zu sein, ist nicht schön. Viele Kids lassen sich vom Kaugummi-Image locken und werden straight süchtig. Und manche klemmen sich die Beutel sogar unter die Vorhaut oder schieben die in andere Körperöffnungen. What the fuck? Unter die Vorhaut? Dicker, was ist los mit dir? Es gibt immer einen, ne? Es gibt immer einen, der übertreiben muss. Ja. Ich hab sowas noch nie verstanden, außer diese Alkohol-Tampons und so. Wirklich, ja, kommt Bro, was sowas. Das sind Männer und ihr Schwanz, ne? Die erste Reaktion ist erstmal, okay, Mund ist ja nice. Aber könnte ich vielleicht. Aber macht das auf keinen Fall nach. Nein, macht nicht, wirklich. Ich glaube, das brennt und tut weh. Mal sehen, wie Snooze hier noch abgeht. Aber ganz ehrlich, irgendwo fehlt der Coolness-Faktor. Bei Gott, niemand sieht fresh aus, wenn er sich so einen abgekauten Beutel aus dem Zahnfleisch pult. Yo, was meint ihr? Ist Snooze die nächste Elfbar oder sind bald wieder alle auf ihrem Helmut-Schmidt-Scheiß? Ja, hoffentlich weder noch. Gerade Tabak ist schon inzwischen irgendwie sehr 19. Jahrhundert. Lasst es, schwöre, ist eigentlich eklig. Warum kommt das nicht gut? Unsere Freunde von was kostet die Welt? Das Ende von Tabak, Bro, da müssen wir eine andere Welt hier sehen, oder? Das ist
Das ist gerade die Alternative. Ich weiß nicht. Ja, ist die Alternative so, aber hell na, ja klar, klar. Chat ist auch da. Hell na, ja klar. Allgemein Finger weg von all dem und man spricht nichts gut und so. Also alles ist schlecht. Deswegen Finger weg. Macht, wenn ihr eine rauchen wollt, macht ein paar Push-Ups oder so.